Eine der Reviews von eurer Wunschliste war der Kia Sorento hier im Facelift. Wir schauen uns mal an, was kann er jetzt, was ist neu. Ich bin der Thomas, das ist Autogefühl, los geht's. Und diese Front wurde tatsächlich komplett überarbeitet, nicht nur hier mit dem Kühlergrill, sondern auch mit den Lampen. Also hier das Tagfahrlicht ist jetzt hier so richtig breit integriert. Und noch cooler ist es eigentlich, wenn du dann das Warnblinklicht anmachst oder den normalen Blinker, dann ist das hier im oberen Bereich komplett dann auch gelb. Ja, das sieht natürlich auch richtig cool aus. Also ich finde insgesamt die Front ist sehr gelungen. Rückt natürlich designmäßig ein bisschen näher an den EV9 ran, also das große elektrische SUV von Kia. 17 bis 20 Zoll Felgen gibt es. Das sind jetzt hier 19 Zoll Felgen. Ja, könnte noch ein ganz guter Kompromiss sein. Wir schauen natürlich heute auch im Fahrpark dann natürlich wieder mit Autobahn, schauen wir uns an, ob das noch gut funktioniert vom Komfort. Das ist schon hier für unseren Markt ein relativ großes SUV, 4,81 Meter, also ja, da gibt es dann nicht viel, viel größere. Es gibt auch verschiedene Sitzoptionen, 5, 6 oder 7 Sitze. Da sprechen wir gleich auch nochmal dann darüber. Und deswegen hat er hier zum Beispiel auch nochmal ein zusätzliches Fenster dann, wenn du halt die 7-Sitze-Option hast. Designtechnisch ist das hier ganz interessant, ne? Also ja, wie so eine vorstehende Welle. Ob das jetzt wirklich nötig war, ist natürlich auch eine andere Frage. Aber wir sprechen mal über das Heck. Also einmal hier die neue rote Signatur. Und wenn ich hier auch wieder die Blinker anmache oder es war möglich, ist es halt dann hier gelb. Und das sieht dann so richtig cool auch wieder aus, finde ich. Wobei hier diese Segmentierung, die sieht insgesamt so aus wie ja, so ein Batteriezustand, oder? Wie so ein Ladestand von der Batterie. Was meint ihr? So, hier mit dem Facelift gibt es auch einen neuen Schlüssel. Und der hat so eine ja, sehr schöne, matte Oberfläche. Das fühlt sich richtig gut an, wenn man nur darüber fühlt. Und ja, dieses neue Styling, also das macht echt was aus, weil den hast du ja auch jeden Tag in der Hand. Ne? So, dann gucken wir uns mal hier an. Das wäre übrigens hier, da drückst du den Knopf für den schlüssellosen Zugang. Und dann hier, das Türschließgeräusch ist echt ordentlich. Das ist gut, nur halt, wenn hier die Türgriffe zurückschnacken, ne, das ist nicht so gut gedämpft, sage ich jetzt mal. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen was dran tun. So, Innenseiten der Türen, das ist hier auch so leicht weich oben, sage ich jetzt mal. Auffällig ist, dass hier die Türgriffe an allen vier Türen von innen wirklich riesig sind. Ganz, ganz witzig eigentlich. Dann habe ich hier noch so eine extra Struktur innen drin. Das ist hier auch weich genug dann für den Ellenbogen, für den linken Ellenbogen. Und jetzt schauen wir mal hier die Warnweste. Ja, hier ist alles nur so Hartplastik dann von innen. Eine schöne Einstiegsleiste haben wir allerdings hier. Das sieht auch hochwertig aus. Und jetzt haben wir auch ein komplett neues Cockpit. Hier ist es aktuell noch aus und das ist jetzt hier so ein bisschen gebogen. Also komplett neue Bildschirme und so weiter. Das kennen wir auch für neue Kia Elektroautos. Schauen wir uns gleich nochmal an, wenn das an ist. Auf dem Lenkrad habe ich noch echte Tasten. Das bevorzuge ich ja auch, dass es also da nicht mit kapazitiven Flächen ist. Dass du auch hier zum Beispiel für die für den adaptiven Tempomat und so alles einfach drücken kannst. Sitze würden wir eigentlich mit Stoff einsteigen. Da ist jetzt hier der Tierhautbezug drauf. Das kommt automatisch leider in den höheren Trims. Und ja, abgesehen von den Tieren ist es halt hier auch nochmal ein praktischer Nachteil, weil das ist einfach extrem hart tatsächlich. Und da würden die Stoffsitze deutlich mehr Komfort bringen. Dann hier 1,89, ist meine Größe, dann habe ich extrem viel Kopffreiheit noch. Lenkrad geht hoch, runter, rein, raus. Und die Sitzergonomie ist allerdings generell gut. Du sitzt halt aufrecht und hast schon ja, das Gefühl, dass du ein komplett ausgewachsenes SUV fährst. Jetzt schauen wir hier das Cockpit an. Es ist wirklich sehr interessant, weil hier so ein bisschen analog und digitale Welten zusammenfließen. Und ich finde, das ist aber gut gelungen. Warum, zeige ich euch jetzt. Erstmal habe ich hier das Dekorelement und das ist interessant schon mal, weil das fühlt sich glatt an, aber wenn wir jetzt mal hören, wie sich das, ich sage ja immer so gerne, hören, wie sich es anfühlt. Also es hört sich anders an, als sich es anfühlt. Ne? Witzig, ne? Aber interessant auf jeden Fall. Ambientelicht ist hier übrigens integriert, können wir jetzt aber aktuell nicht so gut sehen. Das, ja, das Handschuhfach ist ein bisschen gedämmt, könnte vielleicht ein bisschen besser noch runterfallen. Aber geht natürlich Schlimmeres. Und interessant ist jetzt hier, dass ich habe zwar diese eine Einheit, aber ich habe links dann 12,3 Zoll Infotainment und links dann nochmal die digitalen Instrumente. Und jetzt habe ich hier auch neu, das kennen wir auch aus dem Kia Elektroauto schon, diese Einheit. Jetzt kann ich entweder hier zum Beispiel die Klimaeinheit bedienen, links, rechts auch. Das heißt, ich habe eine manuelle Bedienung und das finde ich einfach super. Das ist so viel einfacher, das während der Fahrt zu machen. Ich kann es aber auch anders nutzen, wenn ich hier klicke. Und dann sind hier ja, so Hotkeys, dass ich zum Beispiel die Karte vom Infotainment aufrufen kann oder so. Und dann, genau, das ist hier auch dann der Lautstärkeregler. Das ist auch eine gute Idee.
Aber meistens würde ich es wahrscheinlich dann hier einfach bei der Klimabedienung belassen, weil Lautstärke kannst du ja hier auch einfach am Lenkrad zum Beispiel regeln. Unten sehen wir hier, habe ich erstmal eine Sitzheizung rechts, links. Und das ist so ein bisschen irreführend, weil das sieht ja aus wie so ein Kippschalter. Aber den kannst du nicht nach hinten, sondern nur nach vorne kippen. Auf der Fahrerseite auch. Aber ja gut, wenn du es einmal weißt, dann ist es auch okay. Hier vorne, da kann ich wählen, ob das Handy nur laden soll oder laden und Verbindung per Kabel. Würde ich auch empfehlen, weil das induktive Ladefeld hier rechts daneben ist nämlich nicht gekühlt. Und ja, das wird dann also auch da vorne drin überhitzen. Dann würde ich halt doch irgendwie Apple CarPlay, Android Auto mit Kabel verbinden. Ich kann das hier vorne auch komplett schließen. Das geht jetzt nur nicht, wenn ich einfach nur so mache. Das geht nicht. Du musst richtig, richtig reinhämmern, damit das auf oder zugeht. Sieht ein bisschen blöd aus, muss aber wirklich so mit so viel Kraft sein. Ja, das könnte man vielleicht mal ein bisschen feintunen. Hier die Becherhalter sind auch adaptiv hier. Hier fehlt aber vielleicht noch einer, ne? Je nachdem, nach Flasche. Also wenn die Flasche zu dünn ist, funktioniert es nicht ganz so gut. Sehr schön gelungen, finde ich hier. Das ist also der Gangwallhebel. Da kann ich also hier die Gänge einwählen. Hier so normal vorne, Rückwärtsgang. Nach links dann, kennen wir ursprünglich von Jaguar Land Rover zum Beispiel. Und dann haben wir hier den Fahrmodi-Selektor und den Wählhebel hier für die unterschiedlichen Fahrmodi. Wenn ich einmal drauf drücke, komme ich rechts in die verschiedenen Offroad-Modi rein. Und wir haben ja hier heute auch einen Allradantrieb. Also kannst du da ja, wenn du dann mal durch die Wüste hier fährst bei uns in Deutschland. Ne? Und hier haben wir das beheizte Lenkrad. Interessante Position, sehr ungewöhnlich da unten. Aber ich habe halt noch eine echte Taste dafür. Und das finde ich richtig gut, weil ich habe die wichtigsten Funktionen, kann ich hier sofort erreichen. Ich drücke einfach eine Taste und muss nicht jahrelang irgendwie im Infotainment rumfingern. Das finde ich eine richtig gute Entscheidung. Also ich mag das Bedienkonzept hier sehr. Dann die Mittelkonsole ist auch schön weich hier und ich habe riesig viel Platz unten drunter. Das ist auch schon mal ein weiterer Pluspunkt. Und dann haben wir, bevor wir jetzt zur Fahrerperspektive kommen, haben wir nochmal ein besonderes Feature für euch. Und das zeigt euch die Lea jetzt mal, wenn ich die Sonnenblende runter mache. Also erstmal, was nicht so toll ist, das Licht geht nicht automatisch an. Und hier mit diesem Kippschalter, das hört sich so ein bisschen billo an, ne? Muss man sagen. Aber jetzt richtig cool, das haben nicht mehr viele Autos hier. Du kannst, tada, die Sonnenblende so verlängern. Immer, wenn es so einen Pfeil hat. Genau, da seht ihr diesen Pfeil. Und wenn dieser Pfeil zu sehen ist, dann könnt ihr es auch verlängern. Und das ist eine richtig praktische Sache, wenn die Sonne mal so richtig krass von der Seite kommt. Habe ich schon häufiger mal auf der Autobahn benutzt oder so. Und das geht tatsächlich auf beiden Seiten. Hier nochmal die Fahrerperspektive. Also hier kann ich auch die Lautstärke am Lenkrad bedienen. Das ist ganz cool. Und auch praktisch, wenn ich hier diesen Favoriten-Button, den kann ich selber belegen. Und ich habe mir den mal belegt auf, dass er zu den Assistenzsystemen springt. Und dann kann ich hier nämlich diesen Speed-Limiter, also diese Geschwindigkeitswarnung, ausstellen, dass du halt, wenn du 1 km/h drüber bist, sofort beep, beep, beep und so bekommst. Also das ist jetzt ja, ganz praktisch gemacht. Im EV9, EV3 und das kommt also als Update auch von EV6, wird das dann so sein, dass du hier auch den Mute-Button drücken und halten kannst. Dann wird das auch funktionieren. Ansonsten hier digitale Instrumente. Ja, können wir auch mal direkt auf den Verbrauch gucken. Hier Langzeitverbrauch 6,6 Liter auf 100 Kilometer für den 2,2 Liter Diesel und das Infotainment-System allgemein. Also ja, ich habe schon schnellere gesehen, sage ich jetzt mal. Du kannst gute Sachen einstellen, muss ich sagen. Also hier, du findest die Sachen auch, zum Beispiel hier über Fahrzeug. Und dann kannst du hier zum Beispiel auch diese automatische Schließung der Heckklappe, die kannst du hier auch deaktivieren zum Beispiel. Ansonsten wird halt am wichtigsten immer sein, dass du halt Apple CarPlay, Android Auto hast. Hier und da ist die Integration auch sehr gut. Schauen wir uns mal die Rücksitze an. Erstmal, das ist hier sogar leicht weich, würde ich mal sagen. Und ich bin wirklich begeistert hier von dem Sonnenrollo, weil das ist also ein guter, einfacher Mechanismus. Und guck mal hier, das geht wirklich hier bis an die Kante ran. Das ist natürlich dann gerade für die Kinder hinten sehr wichtig. Und auch ziemlich cool, ein richtig massiver Türgriff für die hintere Tür. Das hat man wirklich selten. Und noch seltener, dass wir hier einen Becherhalter haben, der adaptiv ist für die hintere Tür. Haben wir das überhaupt schon mal bei irgendeinem Auto jemals gesehen? Bei der hinteren Tür?
Also ja, echt eine Rarität. Hat ein bisschen was von einem amerikanischen Style. So. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Sorento wird ja auch besonders häufig in den USA verkauft. Das mag vielleicht dann auch so die Anhänger daran sein. Ich habe auch eine Sitzheizung für die Rücksitze übrigens. Nur hier unten, das ist halt einfach so, ja, relativ simpel mit Hartplastik gehalten wieder. So, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Hier der Umklappmechanismus für die Rücksitze. Hier habe ich den Hebel hier und dann geht der untere Teil mit runter. Und das ja, haben nicht mehr viele Autos heutzutage, ist natürlich eine super Sache, weil damit habe ich dann später eine ebene Ladefläche nach hinten, das zeige ich euch gleich dann im Kofferraumpart. Ja, das wird auf jeden Fall sehr wichtig. Dann Isofix, ist hier außen jeweils. Ist auch wieder hier, dass die Sitzfläche sehr, sehr hart ist. Ne? Also ich würde dann schon hier bei uns in Deutschland die Stoffsitze wählen, die haben deutlich mehr Sitzkomfort. Ansonsten hast du hier sehr, sehr viel Platz hinten. Auch mit 1,89 habe ich auch noch genug Kopffreiheit und Beinfreiheit nach vorne geht auch. Interessant übrigens, dass die USB-C-Lader hier in die Sitze integriert sind. Das ist auch ist nämlich ein nettes Feature. Und auf der anderen Seite sehen wir auch hier, hier kann ich den Beifahrersitz auch nochmal von hier aus, selbst von hinten verstellen. Wenn ich zum Beispiel jetzt sagen will, hey, ich will mal besonders viel Beinfreiheit haben und vorne sitzt gerade niemand, dann kann ich das zum Beispiel da so machen. Ne? Warum nicht? Ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, dass das so ein bisschen ja, lustig aussieht, wie ich hier sitze, weil ich sitze extrem hoch und das sieht so aus, als wenn der Fahrersitz irgendwie aus dem Spielzeugladen ist oder so, weil der halt im Verhältnis dann so klein und niedrig wirkt. Das ist natürlich jetzt, wenn du Kinder hinten hast, ist das super, weil die haben, ja, die fühlen sich nicht so verloren vor. Und wenn der Kindersitz dann irgendwie hier aufhört, dann können die trotzdem so noch gut nach vorne gucken. Ne? Wäre jetzt für Erwachsene nicht notwendig, aber du hast trotzdem halt, ich sag mal, diese aufrechte Sitzposition hinten und halt genug Platz. Ne? Und ja, insofern passt das schon mal. Ist halt wirklich dann, muss ich sagen, ein Vorteil dann für Kinder, die ja nicht so groß sind, wenn Kindersitz hier montiert ist, dass du noch besser nach vorne gucken kannst dann von hier aus. Und ja, dieser helle Dachhimmel, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Der Sorento hat ja eine ganz coole Funktion eigentlich für den Kofferraum. Also gar, ich muss gar nicht mit einem Fußkick-Mechanismus oder so. Ich habe einfach einen Schlüssel in der Tasche, ich nähere mich dem Auto. Seht ihr, er zeigt das hier auch an. Und nach einer Weile geht er dann tatsächlich einfach auf. Wenn ich jetzt irgendwie was Schweres in der Hand habe, dann muss ich gar nichts eigentlich ansonsten machen. Und jetzt piept er nämlich auch. Das ist die Funktion, dass ich schnell was rausholen könnte oder ich packe halt eben was rein und dann will ich es wieder automatisch zu haben. Und ich mache wirklich nichts, außer mich vom Auto wieder wegbewegen. So, jetzt seht ihr, jetzt piept er nochmal und dann geht tatsächlich wieder automatisch zu. Das ist natürlich schon ganz praktisch, gerade wenn du halt mit schweren Sachen hantierst. Diese, ich sag mal, Öffnungsfunktion finde ich persönlich eigentlich noch wichtiger. Diese automatische Schließfunktion. Ja, weiß ich nicht. Also du kannst dich hier auch ausmachen, weil ansonsten, du brauchst sie ja vielleicht nicht immer und dann kann es dann manchmal vielleicht auch ein bisschen nervig sein. Ansonsten hier, diese Abdeckung, die hat hier halt sehr viel Platz, weil es ja auch eine Version gibt mit 7 Sitzen. Die Länge hier ist tatsächlich ein bisschen länger als 1 Meter, also so 1,08 Meter ungefähr. Und jetzt die Breite, ja, ist die Frage, hier vorne ist es nochmal deutlich breiter, ne? Aber wenn ich jetzt so zwischen den Radhäusern messe, aber selbst da ist es auch 1,08 Meter, also jetzt hier, ne? Und dann die obere Breite ist sogar noch länger, also das Platz ist richtig breit, also das ist hier, also wenn du über den Radhäusern misst, dann ist dann so, ja, also fast 1,30 Meter, also das ist schon wirklich, wirklich beachtlich. Jetzt habe ich hier die 5-Sitzer-Variante, da habe ich hier vorne einmal ein bisschen noch Platz und hier unten drunter, hinter dem Koffer, hier ist auch noch mal mehr Platz da. Das ist halt da, wo dann ansonsten die Sitze verstaut wären. Und jetzt gibt es noch eine praktische Klappfunktion hier. Also wenn ich auf der rechten Seite hier, so für rechts und links, so, wenn ich das jetzt mal drücke, dann seht ihr, wie schnell und ja, komfortabel die auch runtergehen. So, ich wechsle mal mit Lea die Seite einmal. So, zack. Und zack. So, und jetzt seht ihr hier auch wunderbar gemacht, dass das komplett eben ist. Ich habe euch ja gerade gezeigt, dass ja hier die Sitzfläche auch ein bisschen runter geht. Und dann kann das auch wunderbar eben runter. Ja, und das zeichnet den Sorento wirklich aus. Guckt euch das mal an. So, und das hier sind jetzt 1,95 Meter, fast 2 Meter zu meinem Fahrersitz. Das ist schon richtig beachtlich, also sehr, sehr gut nutzbar. Man muss sagen, die Funktionalität des Kofferraums ist einfach überragend und auch halt ne, diese Features, wie man so auf und zu machen kann, das ist richtig gut. Aber ihr habt es vielleicht schon ne, also komplett durch das Review durchgehend gehört. Diese akustischen Rückmeldungen, die du hier bekommst, beep, 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 überall,
Ja, es ist leider mit fast allen Autos mittlerweile so, weil ja viele auch zum Beispiel dann vorgeschrieben sind, wenn es halt irgendwo biepen muss und so weiter. Aber ich finde, das zieht sich eigentlich durch den gesamten Konzern, also Kia, Hyundai und Genesis, dass die Ausprägung, also wie der Ton klingt und auch die Lautstärke der Töne, also wenn du halt ganz einfache Sachen machst, wie halt der Kofferraum und so weiter, das ist alles immer so durchdringend und so laut. Also ich finde, die müssten da vom Sounddesigner, boah, das ist echt so unangenehm, so extremst laut. Also da empfinde ich das schon mit anderen Herstellern, dass die einfach dann leiser sind oder dass da vom Tondesign halt ein bisschen was dran getan wurde. Ich finde das hier einfach extrem durchdringend und nervig. Was die Motoren angeht, hey, auch immer schön mit Gasdruckfedern hier noch hochgehalten. Das ist hier der 2,2 Liter Diesel, der ist bei uns auch relativ gängig für das Fahrzeug. Aber du hast auch mittlerweile andere Optionen, zum Beispiel den 1,6 Liter Hybrid, also Benziner Hybrid. Und entweder dieser Inbuilt Hybrid, also der Hybrid, der sich selber auflädt, oder auch als Plug-in Hybrid, dass du halt auch von außen noch laden kannst. Sport Mode. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt mal so durchbeschleunigen kann. Das würde ich mir manchmal wünschen, wenn wir so Performance-Autos haben. So, jetzt muss ich mal ein bisschen reduzieren hier wieder. Aber ja, es ist natürlich jetzt kein Performance-SUV, aber ich denke mal, der Motor ist groß genug für das Auto hier. Deswegen war es auch schon ganz okay. Was die Geräuschdämmung angeht, muss ich sagen, da kommt es wirklich auf die Geschwindigkeit an. Ich kann übrigens hier auch in den Normalmodus mal zurückgehen wieder vom Sportmodus. Wirkt sich hier nicht auf die Federung aus. Also hier bei 100, finde ich, ist es echt okay von der, vom Wind und so weiter. Oder hörst du bei 100 schon irgendwie was? Oder? Bisschen schon, aber... Ein bisschen bei ihr? Also ja, bei ihr ist es... so an den Spiegeln, an den Außenspiegeln. Interessant, sehr ne? Laut, ja. Das ist interessant. Bei Lea ist es wohl dann lauter als bei mir. Manchmal kann so ein Meter im Auto schon was ausmachen. Aber hier bei 100 finde ich es noch eigentlich okay. Aber alles, was so ja, über 130 geht, da habt ihr es gerade schon gehört, vielleicht dann, da wird es relativ laut, muss man sagen. Und hier jetzt haben wir hier so eine S-Kombination. Ja, hier merke ich schon, also die Lenkung ist sehr schön, feinfühlig auch und hat auch keinen irgendwie toten Bereich oder so. Aber er ist jetzt nicht auch gerade auf Fokus-Fahrspaß ausgelegt, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, Lenkung ist gut. Fahrwerk, er schaukelt sich jetzt nicht allzu sehr auf. Ist auch, solange die Straße alles relativ eben ist, gut, soweit. Aber ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, hey, ich habe jetzt Bock, noch mal ein paar Alpenpässe mitzufahren oder so. Ist halt hier der Fokus, dass du viel Platz im Innenraum hast und du hast so ein angenehmes Reisegefühl und so. Deswegen Fahrspaß würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ist Prio 1 hier. Muss aber bei einem Auto nicht. Wir haben ja die 19 Zoll Felgen drauf hier. Du könntest jetzt noch kleinere wählen, wenn du ein bisschen mehr Komfort willst, weil, ja, wie gesagt, solange alles eben ist, ist es vom Fahrwerk okay, schaukelt nicht so sehr, ist aber halt auch überhaupt nicht sportlich. Aber wenn du halt so ja, über Unebenheiten fährst, Schlaglöcher und so weiter, Kopfsteinpflaster, dann kommen die Schläge schon manchmal so ein bisschen durch. Da würde ich sagen, ja, vielleicht kann man denen noch ein bisschen entgegenwirken, wenn du halt die kleineren Felgen nimmst und nicht unbedingt die 19 oder die 20 Zoll oder so. Ansonsten, ja, da ist so ein bisschen mehr Komfort, wäre da tatsächlich ganz gut, finde ich. Ihr habt es vielleicht ja schon gesehen beim Blinken. Ich habe jetzt hier nochmal einen zusätzlichen toten Winkelwarner. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier wieder rechts blinke, dann ist es auf der rechten Seite. Das ist ein gutes Feature, wirklich. Ich habe auch die klassischen toten Winkelwarner in den Spiegeln. Aber das ist hier nochmal eine gute zusätzliche Funktion, definitiv. Ja, ihr seht ja auch vielleicht von der Lenkung her, ich muss schon relativ viel lenken auch. Wie gesagt, es fühlt sich natürlich an, aber ist nicht sehr progressiv, muss relativ weiten Weg hier auch zurücklegen. Ich gucke nochmal im Sportmodus hier. Ja,
Habe ich da wirklich mehr Rückmeldung von der Lenkung? Ja, ein bisschen vielleicht, aber macht jetzt nicht super viel aus. Ein bisschen. Ganz interessant ist auch, wenn ihr hier vorne das sehen könnt, hier diese Kraftverteilung, wenn ich auf das Gas gehe, das ist deutlich mehr über die Vorderachse. Und da sehen wir auch diesen Frontantriebscharakter dieser Plattform hier. Es gibt ja die Motoren dann zum Beispiel mit Frontantrieb oder auch mit Allradantrieb. Ich habe jetzt hier die Allradversion für den Diesel. Aber wenn es halt so ist, dann habe ich halt auch, wenn ich ein Allrad habe, trotzdem halt mehr Kraft immer an den Vorderrädern. Und nach hinten wird halt nur bei Bedarf geschickt oder wenn ich halt richtig reinlange, dann ein bisschen was. Aber vorne ist immer mehr. Also keine Heckantriebscharakteristik. In den Offroad-Driving-Modi, da ist die Verteilung dann wieder ein bisschen anders. Das sieht anders aus, aber gut, jetzt ja bei uns in Deutschland haben wir meistens jetzt nicht so viele Offroad-Gelegenheiten. Kommt natürlich immer ganz drauf an, wo du genau wohnst. Ne? Aber auch sonst, wenn jetzt irgendwie du bei Eis und Schnee unterwegs bist oder so, dann regelt der Allradantrieb das sowieso auch von alleine. Meistens hier, du hast ja jetzt auch die volle Power, wenn du im Normalmodus einfach reinlangst, dann kannst du eigentlich auch im Normalmodus bleiben, wenn du zum Beispiel jetzt hier wieder auf die Autobahn drauf beschleunigst. Ja, und hier bei 120 ist noch okay, jetzt kann ich das auch nochmal zeigen. Also hier bei 130, da wird das so ein bisschen unruhig von den Windgeräuschen, so von den Spiegeln her. Ja, und das ist also nicht so, was ich sagen würde, ich würde mit dem jetzt auf der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit immer weiter durchplästern und das macht noch Freude. Eher nicht so das Auto dafür, aber muss er auch nicht unbedingt. Ne? Das wäre mehr was du vielleicht machst. Du fährst mit deiner Familie entspannt in Urlaub, machst vielleicht einen Tempomaten auf 120 oder so. Ne? Und sprechen wir auch hier vom Tempomaten mal. Jetzt haben wir hier auch so einen leichten Linksbiegung. Ich habe auch den aktiven Spurhalteassistent drin. Schauen wir mal hier. Ja, manchmal reagiert er so ganz leicht mal so klack, 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 so hin und her, so minimal. Ne? Also macht er jetzt nicht schlecht, aber könnte so ein bisschen weniger nervös sein, ne, von der Regelung her. Ist jetzt nicht schlecht, aber vielleicht auch nicht die. Ja, habt ihr das gesehen? Ne, all diese Korrekturen, die er dann vornimmt, das gibt es mittlerweile auch schon besser, gibt es auch schlechter, aber wie gesagt, gibt es halt tendenziell auch besser. Ja, hier, ich muss auch aktive Rückmeldung am Lenkrad geben, dass ich noch tatsächlich da bin. Was ich aber gut finde, ist, ich kann das auch einfach deaktivieren. Ne, also ich drücke einmal, dann habe ich diesen aktiven Spurhalteassistenten auch deaktiviert. Ja, das ist für mich eine gute Funktion. Spricht wieder für das Bedienkonzept hier, auch wieder zum Beispiel für die Klimaeinheit. Ich kann komplett geradeaus gucken und finde sofort, ohne dass ich nur gucke, wo ich meine Hand hin tue, weil selbst aus dem Augenwinkel sehe ich, dass meine Hand sich bewegt, aber ich sehe nicht, wo meine Hand hingeht. Aber weil es einfach genau auf der richtigen Höhe angebracht ist, da, wo du es erwarten würdest, kann ich hier die Klimaeinheit bedienen und mal ein bisschen Wärme, ein bisschen kälter machen. Und so soll es eigentlich sein. So war es früher auch bei allen Autos, aber ist es nicht mehr. Und ich finde, das spricht nochmal für das Bedienkonzept hier, dass du alle Sachen einfach mit einer Taste aktivieren kannst. Ja, die Lenkradheizung, dass die jetzt hier unten drin ist, da muss ich schon drauf gucken und die finden. Das wäre vielleicht besser, ihr kennt das ja vielleicht bei Porsche, also ist hier auf der Rückseite des Lenkrads zum Beispiel. Bei BMW ist es auf dem Lenkrad drauf. Das ist vielleicht ein bisschen praktischer so gelöst. Na, hier übrigens der tote Winkelwarner ist also einmal hier tatsächlich im Spiegel und dann halt auch nochmal hier. Also das ist auch gut gemacht von der Warnung her. Ja, aber bedienkonzeptmäßig finde ich wirklich super. Und du kannst halt entspannt damit reisen, wenn du halt die Geschwindigkeit nicht zu hoch schraubst. Weil dann finde ich, wird es halt schon ein bisschen zu laut und ja, fühlt sich halt vom Fahrwerk halt auch nicht so sportlich an. Aber wie gesagt, das ist auch in Ordnung. Ne? Nur du musst halt wissen, deswegen machen wir auch diese Tests hier gerade mit viel Autobahnanteil, dass du weißt quasi so, woran du bei einem Auto bist, was du erwarten kannst und was du halt nicht erwarten kannst. Ne? Aber insgesamt jetzt auch vom Fahren her eine solide Vorstellung. Wie gesagt, Fahrwerk könnte halt ein bisschen komfortabler sein, wenn du hier Schlaglöcher und sowas hast. Aber wenn du halt dann kleinere Felgen nimmst, kommst du damit vielleicht auch ein bisschen besser klar noch. Ne? Aber ja, muss man wissen, vom Fahrverhalten ist ja immer so die Frage, so hey, wie verhält er sich so zu den Deutschen? Weil ne, Kia ist ja gerade so, ich sag mal, eine VW-Alternative. Die haben hier natürlich immer deutlich mehr Garantie. Das spricht zum Beispiel für die, wobei du natürlich auch immer diese Bedingungen einhalten musst, ne, mit den regelmäßigen Inspektionen und so weiter.
klar, die holen sich die Kosten für die lange Garantie auch irgendwie wieder rein, dass es zum Beispiel häufiger und immer auch zur Originalwerkstatt gehen muss und so weiter. Umsonst ist nichts im Leben, so ist das nun mal so. Der Unterschied halt zum Beispiel zu einem VW ist, dass du, der wäre jetzt besser gedämmt bei höheren Geschwindigkeiten und ist vom Fahrwerk her besser. So, ne? Dafür haben wir hier halt gerade so, was die Bedienung angeht und den Platz im Innenraum, vieles, was hier zum Beispiel deutlich besser ist als im Tiguan. Ne? Und der hier ist natürlich jetzt schon mal eine Nummer größer als der Tiguan. Ja, fast schon eher ein Touareg-Vergleich, beziehungsweise wenn der Tayron kommt, dann wäre das hier so 1:1 der richtige Vergleich dazu. Und ja, da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden, was das angeht. Preise finde ich ganz interessant. Ich habe ja auch immer so einen Blick auf den US-Markt hier für unseren internationalen Kanal. Und da beginnt der knapp über 30.000 Dollar ohne Mehrwertsteuer, aber trotzdem ein riesiger Abstand zu unserem Basispreis hier in Deutschland, der über 50.000 Euro liegt. Jetzt bekommst du halt bei Kia meistens noch also niedrigere Ausstattungen in den USA und so weiter, aber schon krass, dass die da die Fahrzeuge deutlich günstiger verkaufen, oder? Ja, und so wie er jetzt hier ausgestattet ist, mit allem drum und dran, 62.000 Euro. Klar, nicht günstig, ne? Aber wenn du überlegst, was mittlerweile kleinere Konkurrenten kostet, klar, nicht günstig, aber wenn du überlegst, was mittlerweile kleinere Konkurrenten kosten, für das, was du hier an Platz und so und an Fahrzeuglänge bekommst, schon nicht schlecht. Und man muss ja auch nicht alle Extras nehmen. Euer eigenes Autogefühl-Shirt könnt ihr jetzt bei uns im Shop bestellen. Ist in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar drin. Und jetzt hier zum Sorento nochmal, so abschließend zu sagen, also meine Favoriten hier waren definitiv einmal das Außendesign. Ich finde das richtig cool geworden hier mit dem Facelift. Und dann auch, wie viel Platz du innen hast. Auf der negativen Seite, ja, vielleicht ein bisschen mehr Abrollkomfort hätte ich mir gewünscht. Und dann halt auch, ja, diese Beep-Töne überall. Das muss definitiv ein bisschen mal zurückgeregelt werden. Was meint ihr hier vom neuen Sorento? Sagt es mal in den Kommentaren. Und wir haben natürlich auch noch weitere SUVs hier für euch.